Shalom, Shalom. Allerliebste Grüße aus Uganda. Und ich freue mich sehr, heute ein sehr wichtiges Thema, ein sehr wichtige, ja, eine wichtige Sache mit euch zu besprechen. Und zwar den Heiligen Geist. Und in der Apostelgeschichte, im ersten Kapitel steht schon, und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er aber sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Und jetzt kommt es. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Welt. Da ist auch Deutschland dabei, Österreich, Schweiz, Italien, Ungarn und so weiter. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, wie steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn gen Himmel habt fahren sehen. Und dann sehen wir, was dann weiter heißt, das Pfingstwunder. Das ist Kapitel 2 in der Apostelgeschichte. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren alle in einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist, und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Und ihr könnt es nachlesen, in der Apostelgeschichte im Kapitel 2, 17 verschiedene Sprachen haben sie gehört. Und sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll des süßen Weins. Und dann kommen wir hier zur Pfingstpredigt des Petrus. Da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr Juden, liebe Männer und alle, die in Jerusalem wohnt. Das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde am Tage, sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist, in Joel 3, 1 bis 5. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen, und eure Alten sollen Träume haben, und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, und so weiter. Also ihr Lieben, und dann noch gegen Ende, da über die erste Gemeinde heißt es, als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen des
Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Ja, ihr Lieben, wir brauchen die Gabe des Heiligen Geistes. Und zwar ist das der Geist Gottes, von Gott selbst. Und da gibt es einige, die haben Widerstand, weil wenn du den Heiligen Geist bekommst, dann übernimmt er die Herrschaft in deinem Leben. Und da sind manche sehr vorsichtig, sie wollen nicht die Kontrolle verlieren. Aber ich garantiere euch, das ist der beste Verlust, der dir passieren kann. Wenn du deine Selbstherrlichkeit verlierst und hineinkommst in die Herrlichkeit Gottes. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe in meinem Leben noch nie einen wahreren Freund oder besseren Lehrer als den Heiligen Geist kennengelernt. Er ist unwahrscheinlich liebevoll und will uns wirklich in die Gegenwart Gottes bringen. Er will uns das Vaterherz offenbaren. Er will uns sich selbst zeigen. Und da habe ich jetzt einige Eigenschaften des Heiligen Geistes aus dem Wort Gottes, die ich euch mit euch teilen möchte. Der Heilige Geist tröstet. Er ist ein Tröster. In Apostelgeschichte 9,31 heißt es, so hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa, Galiläa und Samaria, wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist ein wunderbarer Tröster. Und er schenkt Klarheit. In Epheser 1,17, er gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Der Heilige Geist schenkt dir Energie, und zwar göttliche Energie. Epheser 3,16, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit durch seinen Geist an dem inneren Menschen mit Kraft gestärkt zu werden. Der Heilige Geist führt uns in die Wahrheit. In Johannes 16,13, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Der Heilige Geist offenbart uns Jesus Christus. Im Johannes Evangelium 16,14, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Der Heilige Geist überführt aber auch. Johannes 16,8, und wenn er kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Dann macht der Heilige Geist mutig. Im 2. Timotheus 1,7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Der Heilige Geist macht Gottes Liebe für uns spürbar. Im Römer 5,5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Der Heilige Geist verändert deinen Charakter. Die Frucht des Geistes aber ist die Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Das ist in Epheser 5,22. Der Heilige Geist schenkt Frieden. Diese sind es, die Spaltungen verursachen. Irdisch gesinnte Menschen, die den Geist nicht haben. Das lesen wir in Judas 1,19. Der Heilige Geist bringt Einheit. Diese sind es, die Spaltungen verursachen. Irdisch gesinnte Menschen, die den Geist nicht haben. Judas 1,19 auch. Dann, er macht frei. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das lesen wir im 2. Korinther 3,17. Der Heilige Geist erweckt Gebet in uns. Im Römer 8,26. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Und der Heilige Geist ist real erfahrbar. Davon lesen wir in der Apostelgeschichte 2,4. Und sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen gab, auszusprechen. Der Heilige Geist will erbeten werden. In Apostelgeschichte 1,14, diese alle verharrten einmütig im Gebet und flehen samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern.
der Heilige Geist ist uns fest zugesagt, im Lukas 11, 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Der Heilige Geist macht den Unterschied, einen Unterschied. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Ja, ihr Lieben, ich habe die Taufe im Heiligen Geist vor vielen Jahren erlebt in Amerika. Und zwar aus reiner Not. Ich habe plötzlich ein Haus voll gehabt mit ehemaligen Drogensüchtigen. Und die waren natürlich sehr auch dämonisch belastet. Und ich spürte, ich habe keinerlei Autorität mit ihnen. Und dann hat jemand zu mir gesagt, ja, du brauchst den Heiligen Geist. Und dann haben sie mich in eine Gemeinde genommen, wo eben Leute waren, die charismatisch waren. Und da wurde mir Hände aufgelegt und ich soll in Sprachen sprechen. Ja. Und ich habe wirklich gebeten, dass der Heilige Geist kommt, damit er mir hilft mit diesen jungen Menschen, damit ich erkenne, was da sich abspielt in meinem Haus. Und dann kamen einige Worte, aber das klang für mich wie ein Überrest von dem Latein in der katholischen Kirche. Also ich war sehr verunsichert. Und dann war da wirklich ein Prediger, der eine enorme Salbung hatte. Und so circa um 11 Uhr nachts habe ich gedacht, ich muss den Mann noch einmal sehen, der muss für mich beten. Ich will wirklich eine Sprache haben, die vom Heiligen Geist ist, wo ich weiß, das kommt jetzt direkt von ihm. Und ich wusste, wo er untergebracht war mit seinem Team und bin dorthin und er war noch wach. Und dann ging er mit mir ein Stück weg von dem Haus, das war ein wunderschöner Wald. Und dann sagt er, Maria, lass jetzt alles los, ich lege Hände auf und du fängst einfach an, mit mir in Sprachen zu beten. Und er legte sie Hände auf und fing an. Und bei mir war etwas aus der Bauchgegend freigesetzt. Und ich betete in Sprachen und es war ein beglückendes Gefühl. Und wisst ihr, von dem Tag an habe ich diese ganzen Machenschaften dieser Mädchen, die eigentlich noch sehr belastet waren von satanischen Einflüssen, durchschaut. Und konnte in Liebe, aber ganz konkret in ihr Leben hineinsprechen. Und es war Autorität da. Vorher hatte ich keine Autorität. Im Gegenteil, die haben mich manipuliert. Aber dann habe ich die Autorität bekommen, ihnen zu dienen. Und die sind alle durchgebrochen in ein Leben der Freiheit und der Liebe und der Kraft Gottes. Und ich bin so dankbar, dass ich diese Gabe habe. Und das kann jeder haben. Und zwar ist es nicht von da oben, das kommt aus dem Innersten heraus, aus dem Herzen. Und du musst einfach freilassen, auf Jesus schauen und einfach es fließen lassen. Und so bete ich, dass jeder, der dieses Video sieht, den Heiligen Geist bittet, dass er zu dir kommt und er die treibende Kraft in deinem Leben wird, die führende Kraft, die segnende Kraft, die heilende Kraft, die Kraft, die dir wie einen Einblick in die himmlischen Dimensionen schenkt. Ja, und ich bete jetzt, Vater, ich bitte dich, dass du durch dieses Video Tausenden von Menschen die Gnade schenkst, deinen Geist aufzunehmen und mit dir zu kommunizieren mit einer neuen Sprache. Ich bitte dich, dass das Sprachengebet freigesetzt wird. Und ich danke dir und preise dich, Vater, dass du ein Gott bist, der in den Schwachen mächtig ist. Und um diese Sprache zu sprechen, müssen wir einfach alles loslassen und dir vertrauen und unsere Zunge dir weihen, damit wir sprechen können in einer neuen Sprache, die wir selbst nicht verstehen müssen. Aber du wirst sehen, manchmal gibt der Herr auch die Auslegung dieser Sprache, aber die meiste Zeit weiß ich einfach, mein Geist wird erquickt, mein Geist wird erfüllt, mein Geist hat Kommunikation mit Gott. Und so bete ich, dass alle Angst vor diesem Freiwerden, damit Gott mit dir machen kann, was er will, wie er will, wann er will, wo er will, dass das jetzt bei vielen geschieht.
Denn das ist das Geheimnis meines Lebens. Gott darf mit mir machen, was er will, wie er will, wann er will, wo er will, weil er kann mich auf null reduzieren. Aber ich habe gesagt, Vater, du musst deinen Namen verherrlichen durch mich. Du musst mich zum Segen setzen für die Menschen. Und du musst mir Frieden und Freude geben, den die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Und in diesem Strom der Gnade, durch den Heiligen Geist, bin ich eine der glücklichsten Nachfolgerinnen Jesu, die du je getroffen hast. Es ist eine Liebesaffäre mit dem himmlischen Vater, wie du es dir nicht vorstellen kannst, und auch mit deinem Bräutigam Jesus Christus, der wahrscheinlich bald kommen wird, um seine Braut zu holen. Shalom, Shalom.